Yes. Attack. I'm ready. I'll do it. Yes. I'm ready to battle. Yes. I'm ready. Yes. Attack. I'm ready to battle. What is your command? I'm going now. Attack. Die haben hier oben echt noch eine ganze Menge. I'm ready. Da ist es kein Wunder, dass sie so große Angriffsbewegungen formieren können. I'm ready. To battle. Hier unten lassen wir einfach jetzt mal die Finger davon. Yes. I'm ready. Attack. Yes, I'll do it. Yes, I'll do it. I'm going now. Yes. Ja, dann mach halt, meine Fresse. I'm ready. I'll do it. I'm going now. Alter, hört das auch irgendwann mal auf? Yes. Attack. I'm ready. To battle. I'll attack. Yes, attack. I'm ready. To battle. Yes, I'm ready. Yes. Und wieder ein Trupp Dragoner mehr. I'm ready. What is your command? What is your command? I'm ready, yes. To battle. Yes, I'll do I'm it. Ready. Right. Bleib bitte auf Distanz. Yes. Attack. I'm ready. Over. To battle. Yes. I'm ready. Yes, I'm ready. I'm ready. Yes. I'm ready. Yes. I'm ready. Yes. Attack. To battle. I'll attack. I'm ready. Aber den Vorwagen haben sie natürlich zerstört, ne? Den, ne. I'm ready. Yes, I'll do it. I'm ready. I'm going now. Wir kriegen einfach right. keine Ruhe hier rein. Es ist unglaublich. I'm going now. Da kommt der nächste Trupp. Attack. To battle. I'll do it. What I'll yes. do it. I'm going now. Attack. Yes. Attack. Yes. I'll attack. I'm right. To battle. What is your right? Yeah. I'm going now. I'm ready. I'm going. I'm right. Lasst es. Yes, right. Yes, I'm going now. Attack. What is attack? I'm ready. To battle. Was ist das hier? Wieder ein Dorfzentrum. Ist stark. Aber weißt du auch den Grund, wofür du kämpfst? Yes, I'll do it. Yeah. Right. I'll attack. Ach, wir sind gleich schon beim Crazy Horse. Oder was? Wären das andere Abkürzungen gewesen? Hätte es uns das einfacher gemacht? Attack. Ah, dann wären wir doch. Yes, I'm attack. Dann wären wir doch von hinten angegriffen, also in der Basis angegriffen worden, dann hätten wir unsere Basis platt gemacht, also. Yes, I'm to battle.
Naja. Yes. Yes, I'm going now. Ready. Attack. What is your attack? I'll attack. Ich glaube tatsächlich, dass es dir sonst einfach nur einfacher gemacht hätten, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Yes. Weil, hier ist ja schon dem seine Basis. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir jetzt, wenn wir dem Weg hier weiter folgen. Ja, hier geht's dann nämlich nach oben. Ja, komm, lass es. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr großartig nach Einheiten nachproduzieren, weil ich gehe ja mal stark davon aus, dass wir es jetzt haben, mehr oder weniger. I'm ready. Attack. Yes, right. What is your call to? I'm ready. I'll do it. I'm going now. Yes, to battle. Wie so ein Sauhof, ey. Guckt euch mal die Kameraeinstellung an. Und ich kann nicht rausstrollen. Krass. Ah, okay, jetzt ist er. Nee, wir sind nicht rausgescrollt. Naja, gut. Right. I'm ready. Right. Yes, I'm going now. Yes. Wir haben nur noch 15 Musketiere, aber wie gesagt, ganz darauf. I'm ready. Yes, I'm going now. I'm right. Das ist mir jetzt mal gerade egal. Yes, attack. I'm ready. Right. I'll do it. I'm ready. I'm going. I'll do it. Yes. I'll attack. To battle. I'm ready. Attack. I'm ready. I'm going now. Yes. Right. Yes. Attack. Ja, wir sind da. Wir brauchen nur noch einen Schwarzpulverwagen. Im Idealfall den hier. Ach, da wäre auch nochmal ein Dorfzentrum gewesen. Yes, I'll do it. Die ziehen sich zurück. I'm going now. Yes, I'm ready. Yes, attack. Yep, I'm ready. Yep. Okay. Ich brauche einen Pulverkarren, um den Weg freizusprengen. Ein Pulverwagen ist eingetroffen. Lasst ihn in ein Waffenlager rasen, um uns einen Weg zu bauen. Also, ja, es ist tatsächlich, also es ist ganz offensichtlich so, wie ich es vermutet habe. Das wären nur Abkürzungen oder sowas gewesen, keine Ahnung. Gut, wir hätten uns damit natürlich auch, wenn wir hier sämtliche Stützpunkte zerstört hätten, auch gut Erfahrungspunkte sammeln können, wahrscheinlich. So. Chaitan. Hier ist der Chaitan. I'll do it. Ja, Diplomatie. Endlich, ich muss mit dir reden. Ich geb's ihm. Okay. Wow, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ach du Scheiße.
Ich würde sagen, da wurde gerade jede Chance auf Frieden zunichte gemacht. Oh. Okay, ich bin echt gespannt. Gut, die Mission jetzt ist erstmal rum. Mal gucken, was wir hier für Dings haben. So, die Axtreiter waren das ja mit dieser Empfehlung. Die Pferdeartillerie haben wir. Ich muss auch gleich nochmal ins Deck gucken, da stimmt irgendwas nicht. Ja, Axtreiter. Und hier, die Hundesoldaten. Probieren wir das doch einfach mal über diese Karte. Und danach hier die 16, oder 7 oder was auch immer. Ach ja, hier dieser, ne? 16 Einheiten insgesamt. So, gut. Dann mal schnell ins Deck gucken. Wo kann ich das nochmal? Deck zusammenstellen. Ja, genau. Wir müssen uns unbedingt... Wie viele Karten haben wir denn? Wir haben 20. Was ich nicht möchte, ist das hier. Was ich nicht möchte, ist das hier. So. Dann weg mit denen. Dafür das hier. Artillerie. Weg mit denen. Die hier will ich sowieso nicht. So, jetzt kommen wir der Sache doch langsam näher. Und dann nehmen wir mal so lange noch... Ich glaube, wir lassen den Slot tatsächlich... Ja, komm, nehmen wir noch mal einmal die 7 Kenny-Reiter, was soll's. Okay! Dann ist das auch unser Deck für das nächste Mal. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, spannende Situation. Aber erst in der nächsten Aufnahme und ich hoffe, ihr seid dann genauso gespannt wie ich und schaltet dann auch wieder ein, wenn es denn soweit ist. Und ich hoffe, dass die Sache doch irgendwie klären können. Also ich bin ja sowieso jemand, ich bin so eher der diplomatische Mensch. Also solche Situationen, da solche Hinterhalte, sowas ja wirklich Gemeines kann man sagen, mag ich eigentlich gar nicht. Und insofern, ja, bin ich echt mal, ich hoffe, dass ich das noch irgendwie einklicken, wir dann halt irgendwie stattdessen gegen die Spanier gehen müssen oder sowas, keine Ahnung. Also, ich bin echt gespannt, wie gesagt, ich hoffe, ihr genauso und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei Let's Play Age of Empires 3 The War Chiefs. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte wie immer abonnieren, bewerten, nicht vergessen und auch immer mal ganz gerne einen Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Nur so weiß ich, was bei euch ankommt und was nicht. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.